Willkommen zu deinem Albtraum. Du solltest mir dankbar sein, Mario. Da du schon seit so langer Zeit mein Gegenspieler bist, habe ich speziell für deine Niederlage eine Arena vorbereitet. Moment mal. Seit wann drückt Bowser selber Schalter? Das macht sonst immer ich. Hey! Gefällt sie dir? Du sitzt in der Falle. Wie fühlt man sich da, hä? Mario, sei vorsichtig! Du bist uns in die Falle gegangen. Und du nennst dich selbst Held? Hast du geglaubt, wir wären dumm genug, einfach zuzusehen, wie du einen Stern nach dem anderen rettest? Auch ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Eine Maschine, die Bowsers Kraft verstärkt. König Bowser wird so stark werden, dass nicht einmal die vereinte Macht der hohen Sterne gegen ihn ankommt. Dank meiner Weisheit wird er nun wahrlich unbesiegbar sein. Seid ihr bereit, mein König? So nehmt die Kraft in euch auf. Na wunderbar. Das dreht sich auch noch da. Alter, aber ganz schön. Und jetzt? Ach du Heilige. Ja! Oh, Kami Koopa, das war unglaublich. Ich fühle mich, als würde ich vor Kraft bersten. Jetzt werde ich diesen dreisten Klempner für immer besiegen. Oh nein. Na toll. Hey du, Mario, jetzt liegen die Dinge etwas anders. Du schnauzbärtige Pappnase. Bereite dich auf deine Niederlage vor. Na, ob das so gut ist? Oh, hups, was kann ich jetzt machen? Hammer, ne? Mach ich einfach mal. Macht das Schaden? Ja doch, es macht Schaden, gut. Ich dachte schon. Und ich heile mich ja, was jetzt nicht so sinnvoll ist, weil ich eigentlich voll bin, aber egal. So. Sogar das macht Schaden. Gut, jetzt macht er mehr Schaden an mir. Aber sonst? Gut, ich mach mal einen Megaschlag hier, komm. Ich habe jetzt 40 BP. So, wollen wir mal ein bisschen verschwenderisch sein. Hier noch zu Anfang zumindest. Und hier nochmal die Bauchlandung. Stirb! Wie viel hat er eigentlich? Wie viel Leben? Ich weiß es nicht. Wuhuhuhu. Es ist an der Zeit, meine Kraft durch den guten alten Sternstab zu erhöhen. Okay, und es ist an der Zeit, den Sternstab zu neutralisieren, würde ich sagen. Ne? So. Sternenstrahl auf Bowser. Das wird doch hoffentlich klappen. Na, klappt das? Klappt das? Du Idiot, diese schwache Attacke kann mir gar nichts anhaben. Oh, das ist gar nicht gut. Der Sternenstrahl funktioniert nicht. Was sollen wir jetzt nur tun, Mario? Erstmal heilen wir uns. Oh nein, Mario! Was kann ich nur tun? Wenn das so weitergeht, wird Bowser ihn besiegen. Irgendjemand muss Mario helfen. Warum musst du eigentlich ständig deine Fressleiste offen haben? Sei endlich still! Hä? Twink? Oh, Prinzessin Peach, bist du in Ordnung? Ich befreie dich von diesen Fesseln. Twink! Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Du unverschämtes kleines Sternkind, wie kannst du es wagen? Was muss ich jetzt machen? Das ist ja unfassbar. Du kleiner Heißborn, du bist viel zu klein, um gegen mich kämpfen zu können. Ich
Ich habe keine Angst vor dir. Oh, sei vorsichtig, Twink. Okay. Ein Rempler auf Kami Koopa. Das macht sehr viel Schaden. Nee. Hat mich da was gekitzelt? War das etwa dein Angriff? Peach, du musst dran. Fokus auf Twink. Ach, wie praktisch. Oh, Twink. Jetzt glitzert er. Und jetzt? Ein Block. Au. Oh. Naja, ich kann jetzt nicht viel machen. Ich werde eh gewinnen. Ich glaube, hier kann man gar nicht verlieren. Weil man hat ja nicht viel Möglichkeiten. Au, du mieses Frettchen. Du kannst also doch ein wenig kämpfen. Nochmal ein Fokus. Ich glaube, der macht jetzt immer einen Schaden mehr. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Kann auch mehr sein als ein. Naja. Das ist jetzt natürlich der spannendste Kampf. Auch die beste Taktik, die man immer machen kann und so, ne? Weil ich einfach... Ach, jetzt kriegt er auch noch weniger Schaden. Ist ja cool. Ja, ist jetzt natürlich sehr spannend. Also sowas ist jetzt natürlich... Jaul, was geht denn hier vor? Täusche ich mich oder wird dieses Sternkind immer stärker? Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt zu dem Kampf sagen soll. Ich meine, die Idee ist ja ganz... Ja, die Idee, dass Twink und Peach kämpfen, ist ja ganz okay, aber... Es ist sehr spannend, weil ich immer nur einen Knopf drücken muss. Mehr ist es nicht. So. Okay, Rempler, Kami Koopa, warten. Und... Schwupps. Nochmal Fokus auf Twink. Ja, pff, toll. Ist ein Traum, echt. Siehst du, ich drücke immer nur A. Mehr mache ich nicht. Und gewinne wahrscheinlich so den Kampf. So, und die macht jetzt hier dauernd Blöcke. Wieso auch immer. Ah, das macht keinen Schaden mehr. Das kann nicht sein. Meine Angriffe sind unwirksam. Oh, oh nein. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die Sterne beziehen ihre Kraft aus den Wünschen von ganz gewöhnlichen Leuten. Die Wünsche von Peach geben diesem Sternkind seine Kraft. Ein Rempler auf Kami Koopa. Das müsste jetzt... Vier? Ja, vier. Jetzt ist Kami Koopa ein wenig... Oh, König Bowser, ich habe versagt. Oh ja, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir Mario retten. Aber was kann ich tun? Ich weiß es, Prinzessin. Wünsch dir etwas. Genauso wie du es bei mir gemacht hast. Wünsch dir etwas, damit die hohen Sterne mehr Kraft erlangen. Denke an das Königreich, den Sternenhafen, Mario. Schicke einen Wunsch an die Sterne, während du an all diese Dinge denkst. Wenn dein Wunsch stark genug ist, wird er die Sterne erreichen und ihnen Kraft geben. Gut, Twink. Ich werde es versuchen. Ich werde Mario helfen. Oh, die Musik ist schön. Was ist los, Mario? Kann es sein, dass dich die Kraft verlässt? Du solltest mehr trainieren. Hä? Oh, ich fühle, wie die Kraft in mich strömt. Ehrenvolle Sterne, ich werde alles tun, um euch zu helfen. Twink? Twink? Was für eine Überraschung! Ich fühle, wie uns die Wünsche der Prinzessin und des gesamten Königreichs mit Kraft erfüllen. Vielleicht können wir nun gegen Bowsers Stärke ankommen. Jetzt, Mario, gib nicht auf! Wir stehen alle hinter dir. Empfange unsere Kraft und gib dein Bestes. Setze den Sternstrahl ein. Das ist ja cool. Okay. Sternstrahl wurde stärker. Er heißt jetzt Peachstrahl. Mario lernte Peachstrahl.
Was geht hier vor? Achso, was geht hier vor? Ich muss die Bowser-Stimme nehmen. Mario, stehst du immer noch? Stehst du noch immer? Gib einfach auf, du wirst mich niemals besiegen. Okay, ich tu jetzt mal Folgendes. Peach-Strahl auf Bowser. Ha, das neutralisiert seine Energie. Huch, was soll das? Die Kraft des Sternstabs ist erloschen. Na sowas. So ein Mist. Na komm. Stirb. Der muss doch bald tot sein. Ich hatte ihn doch schon angekratzt vorhin. Au. Okay. So, warte. Also folgendes. Megaschlag machen wir mal. Dann geht das ein bisschen schneller. Na, außerdem haben wir dann bessere Überlebenschancen. Der müsste eh bald tot sein. Wie viel hält der denn aus? Ich weiß es nicht. Aber ich ziehe ja jetzt hier jedes Mal 11 ab. Also eigentlich so viel dürfte er nicht aushalten. Ach, das war sogar gut. Ich kann mich doch vor dem Feuer ducken. Ernsthaft? Ich kann mich vor Feuer ducken. Nochmal ein Megaschlag, komm. Stirb, du Elender. So. Glück. Ach, schön. Stand da zumindest. Und noch eine Bauchlandung. Der muss echt bald tot sein, ne? Theoretisch. Was machst du jetzt? Au. Ja gut. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde mich mal vom Himmel küssen lassen. Auf Mario. So. Ein Himmelskuss, der meine KP wieder auffüllt. Das ist immer ganz praktisch. Ne? Ach schön. So. Und jetzt noch eine Bauchlandung und dann... Der müsste echt bald besiegt sein, theoretisch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel er... Ach, jetzt kommt das wieder. Was? Ach, der kann sich auch heilen. Das ist doch scheiße. Das mag ich nicht, liebe Entwickler. Warum? Der dauert denn doch nur länger. Bauchlandung. 30 hat er regeneriert, also... Über 3 Runden... Nee, ein bisschen weniger als 3 Runden sind das. Ach, jetzt kommt das wieder. Naja. So, dann wollen wir mal... Folgendes... La la la, Peach-Strahl auf Bowser. So, komm. Frag mich, was passiert, wenn ich den nicht mache, aber ich möchte es nicht probieren. Ne? Ich mach's einfach mal so, wie es gedacht ist. So. Ich vermute, sonst macht er sehr viel Schaden und haut mich um, aber das wollen wir ja nicht. Das wäre ja irgendwie doof. Eine Bauchlandung. Sowieso das Beste, was man machen kann. Der ist jetzt natürlich sehr anspruchsvoll, der Kampf. Ne? Was? Alter, wie oft kann er sich denn noch heilen? Willst du mich verarschen? Megaschlag. Der müsste doch langsam wieder voll sein eigentlich, ne? Wenn man bedenkt. Oh, ich habe mich aber auch wieder fast voll geheilt, bis auf die BP. So. Na komm. Ich hätte mir echt was behalten sollen, was meine BP wieder auffüllt. Ich hoffe, der kann das nicht allzu oft machen. Partner wurde verletzt, okay. Dann machen wir noch einen Megaschlag, komm. So ein paar können wir davon noch machen. Genau, einen. Naja. So. Okay, Bowser, jetzt bist du wieder dran. Was machst du diesmal? Du haust daneben. So. Okay, noch ein Megaschlag. Der muss doch eh bald tot sein, oder? Ich weiß es nicht. So, na komm schon. Glück bringt das mir. Naja. Ach komm, schon wieder das. Ist doch lame. Na gut. Dann wollen wir mal... Kann ich auch so... Ah, okay. Dann brauche ich nicht mal durchscrollen. Mache ich das einfach mal. Ein Peach-Strahl. Auf diesen wunderschönen... großen Mega-Riesen-Cooper namens Bowser. Der gleich... ja... besiegt ist, hoffe ich. Ich weiß gar nicht, ob er sich begrenzt oft heilen kann oder ob er das so oft wie er will machen kann. Autsch, verdammt. Okay, folgendes. Ich mach mal einen normalen Hammer, so. Stopp!
gut. Okay. Nochmal eine Bauchlandung. Ist echt spannend, dieser Kampf, ne? Naja. So. Naja. Gut, noch ein Hammer. Haben wir noch nicht genug davon? So. Der muss doch bald besiegt sein, verdammt nochmal. Ich frage mich echt, wie viel Leben der noch hat. Würde ich jetzt echt gern wissen, ne? Nur mal so nebenbei. Was machst du jetzt? Ha! Ha, das war gut. Interessant. So, noch ein Hammer. Das macht am meisten Schaden. Wenn ich drauf springe, macht das nämlich immer... Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Also der reduziert ja den erlittenen Schaden jeweils um 2, ne? Heißt also, wenn ich drauf springe, mache ich 3 minus 2 Schaden und das Ganze zweimal. Also nur 2. Und mit dem Hammer mache ich einmal 6 Schaden und das Ganze minus 2, also 4. Naja, ist mehr, ne? Wer rechnen kann, weiß, dass 4 natürlich mehr als 2 ist. Wem sage ich das? So. Falls wer von euch dabei ist, der nicht rechnen kann, wer weiß das schon? Ich weiß nicht, wie jung meine Zuschauer sind. Aber ich glaube nicht, dass ich Zuschauer habe, die 7 oder 8 sind und das noch nicht hatten in der Schule. Aber man weiß ja nie, ne? Vor allem bei Paper Mario weiß man das nie. Hm. Dieser Kampf ist noch nicht vorüber. Was kommt denn jetzt? Nur beinahe. Partner wurde verletzt und kann sich nicht bewegen. Also der Kampf ist bestimmt gleich vorüber. Weil Bowser sagt, dass er noch nicht vorüber ist. Denke ich mal. Nee, keine Ahnung. Der muss echt bald besiegt sein. Verdammt nochmal, wie viel hält er denn aus? Das ist ja unfassbar. Oh, warte mal. Okay, ich heile mich mal. Ach nee, hier halt. Einmal einen Himmelskuss auf Mario. So. Okay. Ha! So. Ach, du willst mich doch verarschen. Sag mal, macht er das immer, wenn ich mich regeneriere? Kann das sein? So als Vergeltungsmaßnahme oder ist das nur Zufall? Ist das Zufall oder macht das wirklich immer, wenn ich den Himmelskuss einsetze, dass er sich selber heilt? Was kommt jetzt? Ach, das kommt jetzt. Okay, verstehe. Warum macht er das überhaupt noch? Der muss doch wissen, dass... Naja. Peachstrahl auf Bowser. So. Frag mich, ob dieser Peachstrahl auch Schaden macht. Habe ich das schon mal ausprobiert? Ich weiß es nicht. Der neutralisiert das ja, okay, aber macht er auch Schaden? Ich glaube nicht. So, noch eine Bauchlandung. La la la. Das ist voll spannend. Vor allem hat er sich wieder geheilt. Der hat sich ja inzwischen schon um 90 geheilt. Gut, wir haben uns auch um 60 geheilt, glaube ich, oder? 40? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall recht viel. Und jetzt sollte der langsam mal sterben. Stirb! So. Nochmal eine Bauchlandung. Komm schon. Wobei, er hat sich ja wieder geheilt. Jetzt dauert das ja wieder. Lange, lange Zeit wird das dauern. Was? Du willst mich doch verarschen. Okay, ach nee, die KP fallen nun langsam. Okay. Gut, damit kann ich leben. Noch ein Hammer. Wobei, eigentlich kann ich damit nicht leben. Egal. So ein bisschen Schaden. So, ich heile mich auch wieder. Noch eine Bauchlandung. So. Jetzt haben wir schon fast die Hälfte von den 30 wieder abgezogen, die er sich geheilt hat. Heilt er sich wirklich immer, wenn ich mich selber heile? Ich weiß es nicht. Das wäre möglich. Ich habe das nicht... Ich weiß nicht, es könnte auch Zufall sein. Ne, man weiß es nicht. Aber ich vermute da einen Zusammenhang unter Umständen. Was machst du jetzt? Ach, das schon wieder. Na gut, wenigstens macht das keinen Schaden. Gut, das jetzt hier schon. Okay, Sterne, Peachstrahl auf Bowser. Das kann sich noch hinziehen ein wenig. Na komm, schon. Mögst du langsam mal
dahinscheiden. Von dieser Welt gehen. Wird langsam echt Zeit. Verdammt nochmal. Ich muss das echt mal probieren, wenn ich mich jetzt hier heile mit dem Himmelskuss, ne? Heilt er sich denn auch? Oder steht das in keinem Zusammenhang? Also wenn es jetzt nochmal ist, dann sage ich aber, dass es kein Zufall ist. Okay, das ist Zufall. Der hat sich wirklich dreimal aus Zufall geheilt, verstehe. Gut, dann kann ich ja den, dann kann ich mich ja heilen, wie ich will. Gut, Hammer, machen wir auch mal. Komm schon, du musst doch bald mal sterben. Muss doch bald mal besiegt sein, verdammt nochmal. Komm schon. Das dauert einfach nur ewig schon wieder. Das ist total nervig. So, was kommt jetzt? Ach, das schon wieder. Okay, gut. Was müssen wir in so einem Fall machen? Ihr wisst es bestimmt schon. Genau, ein Peach-Strahl auf Bowser. So. Was denn auch sonst? Hm. Okay, ja, es ist sehr spannend. Es bleibt spannend. Bleiben Sie dran und, naja, nee. Aber jetzt mal ernsthaft, wie lange sollen das hier noch gehen? Das ist doch... So langsam ist das nicht mehr lustig, Nintendo. Verdammt. Es ist wirklich nicht mehr lustig. Das ist langweilig. So. Die Herausforderung ist auch schon wieder... Was? Gleich null? Aua. Es tut nur weh, aber jetzt, er macht was anderes, ne? Ich glaube, jetzt ist er schon fast am Ende. Aber das kann auch ein Trugschluss sein. Ich weiß es nicht. Komm, noch eine Bauchlandung. Komm schon. Du musst doch bald tot sein. Ach, jetzt kommt das wieder. Okay, Partner wurde verletzt. Bla 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 bla. Okay. Ein Hammer auf Bowser. Hammer's denn gleich geschafft? Nee, Hammer nicht. Gut, was kommt? Natürlich. Jetzt kommt das wieder. La 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 la. Okay, Sterne. Und zwar Peach-Strahl auf Bowser. So. Ist das nicht toll? Hm. Voll spannend. Okay, na gut. Was kommt jetzt? Feuer. Ich bin Feuer und Flamme. Unglaublich. So, warte. Ich sollte vielleicht mal... Ich nehme einen Superpilz. Ja, einen Superpilz nehmen wir erstmal. Das sollte jetzt erstmal reichen. Fürs Erste. So. Heilen wir uns mal um 10. Mal sehen, was Bowser jetzt macht. Na, was kommt jetzt? Okay. Gut. Dann machen wir jetzt mal noch einen kleinen Hammer drauf. Und dann... Ja, wir Hammer's drauf, ne? Da Hammer's echt drauf. So. Ich heile mich schon wieder und noch eine Bauchlandung. Und dann... Komm schon. Stirb so langsam endlich mal. Das gibt's doch gar nicht. Der muss doch bald mal tot sein. Partner wurde verletzt und kann sich nicht... Okay, ich nehme mal den Ultrapilz. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber... Doch, komm. Nimm ich mal. So ist schließlich der Bowser-Kampf jetzt ziemlich wieder voll damit. So. Okay. Gut. Schaden ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, dass der langsam mal sterben sollte eigentlich. Verdammt nochmal. Komm schon. Jetzt reicht's aber mal. So langsam ist echt genug. Wie lange geht der Kampf schon? Wahrscheinlich schon 20 Minuten oder so. Das ist echt langweilig. Sorry. Aber ist doch so. So, jetzt immer noch nicht. Gut, dann halt nicht. Ich hoffe, ich darf danach auch speichern. Nicht, dass denn wieder... Ne? Nicht, dass das denn wieder... Ach, naja. Ihr wisst, was ich sagen will. Nicht, dass ich danach dann nicht speichern kann und dann... Ach, naja. Ihr wisst schon,
was ich sagen will. So, Peach Strahl. Dann fange ich wieder vor dem Kampf an. Das wäre aber auch blöd. Nee, das geht bestimmt. Ich gehe mal davon aus. So, jetzt. Du musst doch gleich tot sein, verdammt nochmal. Du komisches Viech da. Das kann ja gar nicht wahr sein. Wie viel hält er denn aus? So, na komm schon. Bauchlandung. Komm. So, das war gut. Okay. Dann noch ein bisschen... Nee, ein Hammer drauf. So. Komm schon. Das gibt's nicht. Alter, der muss doch gleich tot sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube das einfach nicht. Hallo. Was macht er? Ach, das macht er jetzt. Okay. Bist du mal gleich tot? Hallo? Es wäre sehr nett, wenn du langsam mal wirklich sterben würdest. Wäre dir sehr verbunden. Es ist unfassbar. Er ist besiegt. Ich hab's geschafft. Oh, endlich. Boah. Oder ist er... Doch, jetzt ist er. Okay. Oh nein. Mario hat mich besiegt. Schon wieder. Immer besiegt er mich. Diesmal war ich unbesiegbar. Offensichtlich ja nicht. Und trotzdem hat er mich besiegt. Verdammt. Ich kann jetzt diese Stimme schon wieder nicht. Von Bowser. Aber egal. Ich hab's geschafft. Er ist besiegt. Bowser ist besiegt. Du hast den Sternstab zurückerobert. Das ist wunderschön. Oh, Mario. Mario, ich wusste, dass du mich retten würdest. Danke, Mario. Hä? Nanu? Was kommt denn jetzt? Was? Wie? Ich bin wach. Was ist los hier? Das war nicht Teil meines Plans. Das sieht nicht gut aus. Jo, Kami Koopa, was soll dieses Beben? Eure Hoheit, der Kampf mit Mario war so heftig, dass meine neue Maschine ein wenig Schaden erlitten hat. Tja, eigentlich ist sie völlig im Eimer und die gesamte Energie wird in eure Festung umgeleitet. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber sowohl eure Festung als auch dieser Ort hier fliegen gleich in die Luft. Wir müssen fliehen, mein böser König. Wir haben keine Wahl. Was? Bist du sicher? Das ist ein großes Problem. Lass uns verschwinden. Wie? Ah. Moment, wie komme ich da weg? Hallo? Hallo? Ich war da auch drauf. Scheiße. Und Peach? Und Twink? Und... Naja, das war's schon. Ach so, und Sushi. Meine ganzen Begleiter waren alle da drauf. Und jetzt? Sie sind doch jetzt nicht etwa tot, oder? Na? Was kommt jetzt? Ah nee, die leben noch. Gut, 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 gut. Da oben ist auch Twink. Und das Schloss sinkt recht langsam zum Boden. Nee, zur Erde hinab. Warum auch immer. Naja. Oh Mario, ich danke dir. Du hast es geschafft. Du hast unseren wertvollen Sternstab zurückgebracht. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Wir werden ihn dazu verwenden, den Frieden wieder in unsere Welt zu bringen. Jetzt können wir endlich wieder alle Wünsche erfüllen. Achso, das alles ist nur dir zu verdanken. Wenn du in den nächtlichen Himmel blickst, soll das Glitzern der Sterne das Lob für deinen Mut sein.
Sieh die strahlenden Funken und sei dir unserer Dankbarkeit gewiss. Du hast es Bowser ordentlich gezeigt, Mario. Du hast es ihm richtig gegeben. Die Kraft ist, deine Kraft ist beeindruckend. Ich wusste, du würdest es schaffen. Mario, es sei dir versichert, dass wir deine Bemühungen sehr zu schätzen wissen. Es muss alles sehr schwierig gewesen sein. Wir werden es dir nie vergessen. Ich hoffe, Bowser hat eine Lehre aus dieser Niederlage gezogen. Vielleicht benimmt er sich jetzt endlich, obwohl ich glaube, dass die Chancen dafür eher schlecht stehen. Aber was soll's. Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir dir dafür sind, was du für uns getan hast. Die Hoffnung ist nun sowohl in den Sternenhafen als auch ins Königreich zurückgekehrt. Wir stehen in deiner Schuld, Mario. Und Twink, ich muss sagen, du hast dich mehr als nur bewährt. Du hast bewiesen, dass du ein erwachsener Stern bist. Tihihi, hört auf. Nun, ich glaube, es ist an der Zeit, wieder in den Sternenhafen zurückzukehren. All die anderen Sterne warten schon auf uns. Die Zeit ist gekommen, voneinander Abschied zu nehmen, Mario. Mögen die Sterne für alle Zeiten über dir strahlen. Die Frage ist ja jetzt, wenn es jetzt hier weitergeht, wie kann ich denn die anderen Sachen in der Festung holen, sofern da noch welche waren? Mario, auch ich möchte dir danken. Und Prinzessin Peach, es war mir eine Ehre, dir in Zeiten der Not beizustehen. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Doch jetzt muss ich mich bemühen, ein guter Stern zu werden und die Wünsche der Leute zu erfüllen. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe, Twink. Du bist mir stets ein guter Freund gewesen. Prinzessin Peach. Ach, nichts. Ich muss jetzt gehen. Vielen Dank, Mario. Ich werde dich nie vergessen, Prinzessin Peach. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay, das Schloss fällt jetzt immer noch runter. Warum auch immer es so langsam fällt. So. Das ist bestimmt die Magie der Sterne. Ne? Okay. Na dann. Da ist auch unser Twink. Und die Wolken. Gleich sind wir auf der Erde angelangt. Oder? Oder im bei den Credits. Das geht natürlich auch. Oder? Was kommt jetzt? Ach nee. Oh, so war das also. Du hast also den Sternenstab von Bowser zurückerobert. Sieht so aus, als hättest du wieder einmal Geschichte geschrieben, Bruder. Der Palast steht wieder an seinem alten Platz und alle sind wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Und du hast es zu guter Letzt wieder geschafft, so wie du es immer tust. Du bist zwar so schon seit ein paar Tagen wieder zurück, aber ich wette, du fühlst dich, als ob du noch immer auf einem Abenteuertrip wärst. Ach übrigens, deine Freunde, die mit dir gereist sind, ich frage mich, was sie jetzt wohl machen. Ach schön. Gumbario! Hä? Ach, der Postbote. Hey, Parakari, was gibt's? Ich dachte, du würdest wieder Briefe zustellen. Hahaha, das mache ich auch. Dies ist kein Höflichkeitsbesuch. Ich bin hier, um dir einen Brief zu überbringen. Er ist von Prinzessin Peach. Wie? Von Prinzessin Peach? Wow, was sie mir wohl schreibt. Lies ihn und finde es heraus. Ich muss noch mehr Briefe zustellen. So, irgendwie ist das schwierig, alleine mehrere Stimmen. Naja. Danke, Parakari. Bis dann. Arbeite fleißig, Kumpel. Und pass auf dich auf. Also es ist schwierig, mehrere Stimmen alleine. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Man kommt dann irgendwann durcheinander. Hey, Gumbario, was hat Prinzessin Peach geschrieben? Lass mich sehen. What's up, Gumbaria? Huch, das ist die Einladung zu einem Empfang im Palast. Hier steht, die Prinzessin gibt einen Empfang und ich bin dazu eingeladen. Wow, wow, wow. Unfassbar.
Okay, Bombette ist auch eingeladen. Bestimmt. Und Bu auch. Gut. Aber was ist mit Cooper? Da ist Watt. Da fehlen noch ein paar Leute. Sushi haben wir auch. Cooper fehlt doch. Oh, die Yoshis. Och, wie schön. Oh, die freuen sich alle. Und Lucky... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Lucky Lester, natürlich. So ein Geläster immer. Und ach hier ist Cooper, okay. Also dann, Gentlemen, es ist an der Zeit, die frostigen Höhen zum Kristallpalast zu erklimmen. Cooper, alter Junge, du übernimmst die Führung. Deine Erfahrung ist von höchster Wichtigkeit für den Erfolg unserer Expedition. Ja, überlass das nur mir. Ich kenne den Ort wie meinen eigenen Panzer. Cooper! Ach so, wieder der Postbote. Huch, Parakari? Was führt dich hierher? Puh, endlich geschafft. Ich habe einen Brief für dich von Prinzessin Peach. Lass mich raten, Einladung. Oh, wow, das ist eine Einladung zu einem großen Empfang im Pilzpalast. Ah, natürlich. Sie kommt von der Prinzessin persönlich. Da ist sogar ihre Unterschrift und ihr Siegel und alles. Cool. Auf keinen Fall darf ich das verpassen. Aber ich kann diese Expedition nicht einfach den Rücken zukehren. Nachdem ich Professor Colorado mein Versprechen gegeben habe. Ich sollte hier bleiben und... Du Dumbatz, Hohlbirne, sei nicht blöd, Junge. Solch eine Einladung abzulehnen wäre schrecklich unhöflich. Das ist eine einzigartige Gelegenheit. Du gehst sofort zu diesem Empfang. Verschwende keinen weiteren Gedanken an mich. Der Empfang wäre ruiniert, wenn der Held von Cooperheim... Nein, der Held des gesamten Königreiches nicht anwesend wäre. Wie? Ich wusste, Sie würden das sagen, Professor Colorado. Sie sind so großzügig. Ich werde gehen. Ich hoffe, ihr Leute kommt auch ohne mich zurecht. Ich gehe auf den Empfang. Wetten, Bowser empfiehlt dann wieder das Schloss? Nee. Oh, Colorado, für Sie habe ich auch eine Nachricht. Wage es nicht, nach Hause zu kommen, du streunender Hanswurst. Du nichtsnutziger Ehemann. Das war eine Nachricht von Ihrer Frau. Colorado, Sie sind schon wieder auf Expedition gegangen, ohne Ihrer Frau Bescheid zu sagen. Habe ich recht? Junge, war die wütend. Oh meine Güte! Parakari, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Das ist eine Krisensituation, alter Junge. Ich muss so schnell wie möglich nach Hause zurück. Ach, naja, gut. Jetzt sind die beiden alleine da. Auch schön. Ach, ich sitze hier schon wieder viel zu... Ich spiele schon wieder viel zu lange. Ich kann schon gar nicht mehr sitzen. Was? Was hast du da draußen? Hast du da draußen auch etwas gehört? Ich nicht. Ich sehe mal nach. Ja, Moment, hat er gerade gesagt. Ich nicht? Nee. Ich glaube, ich habe mich verlesen. Ansonsten ergibt das keinen Sinn. Na egal. Hey Bruder, rate mal. Parakari war gerade hier und hat eine Einladung zum Empfang von Prinzessin Peach gebracht. Er sagte, er sei auch eingeladen und er würde uns treffen, wenn wir im Palast eingetroffen sind. Und jetzt sollten wir auch los. Das ist ja praktisch. Mir kommt das sehr bekannt vor. Hatten wir das nicht schon mal? Ich hoffe, diesmal ist das Schloss da. Okay, hör zu, Mario. Ich laufe voraus. Es gibt da noch etwas Wichtiges, das ich tun muss. Um was es geht, tut mir leid, Bruder. Das ist streng geheim. Hm. Das ist auch nicht zu Ende, das Spiel, ne? Ach so, warte, ich muss ja jetzt laufen. Genau, ich erinnere mich. Warte mal, Moment. Ich hoffe, dass es hier genauso wie ich erwartet habe. Der Speicherblock ist weg. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Ich kann das nicht speichern.
Na scheiße. Egal. Dö. Aber ich kann meinen Sprung noch, das ist ja auch schön. So, dann gehe ich mal ins Schloss rein. Ich hoffe, diesmal wird das nicht entführt. Mario, willkommen im Palast. Prinzessin Peach muss jeden Moment hier sein. Meine Damen und Herren, Prinzessin Peach. Seid mir alle gegrüßt. Ich bin sehr froh darüber, an diesem besonderen Tag so viele Gäste begrüßen zu dürfen. Der Sternenstab, den Bowser gestohlen hat, befindet sich nun wieder sicher im Sternenhafen. In unserem wunderschönen Königreich herrscht nun wieder Frieden. Die Sterne über uns leuchten noch schöner und heller denn je zuvor. Es scheint, als wollten sie uns so ihre Dankbarkeit zeigen. Mario, Gumbario, Koopa, Bombette, Paracari, Boo, Watt, Sushi, Lucky Lester und alle meine Untertanen im gesamten Königreich. Nur dank eurer Bemühungen herrscht wieder Frieden. Mein Dank sei euch gewiss. Ohne euch wäre dieser Tag niemals gekommen. Ich hoffe, das Königreich wird nun für lange Zeit den Frieden genießen können. Vielleicht sogar für immer. Das ist mein Herzenswunsch. Oh. Und nun, lasst uns feiern. Genießt das Fest. Lasst euch entführen in... Nein, das klingt irgendwie falsch. Wenn man bedenkt, was vorher passiert ist. Naja. Was ist das denn? General Luigi oder was? Was zur Hölle? Okay. Paper Mario, Staff Credits. Ach schön. Jetzt kommen also die Credits. Chief Director. Im Game Design war Ryota Kawade. Oder wie auch immer man das aussprechen soll. Director war Toshitaka Muramatsu. Den kenne ich gar nicht. Und Takahiro Ogi. Kenne ich auch nicht. Normalerweise kennt man die immer so ein bisschen, aber im Moment hier nicht. Horinobu Suzuki. Okay. Kumiko Takeda, Kaori Aoki haben das Skript gemacht. Wen haben wir noch? Art Director vom Character Design war Naohiko Aoyama. Und Graphic Designers waren Chi Kawabe und Hitomi Nakano. Das ist auch wunderschön. Oh, da hinten Wal. Auch schön. Den kennen wir ja schon. So. Okay, da gibt es noch mehr Graphic Designers. Aber die kenne ich alle nicht. Wo ist denn Miyamoto und die ganzen Bekannten? Okay. Ja. Ach, schön. Noch ein paar Leute. Gut. Okay. Rumiko Matsumoto war auch dabei und Go Matsuda und was auch immer für Namen. Und Chief Programmer war Kenji Nakahima. Der hat offensichtlich gute Arbeit geleistet, denn das Spiel ist eigentlich recht gut programmiert. Ne? Kaoru Kita, übrigens auch die Tester haben natürlich auch gute Arbeit geleistet, ne? Programmer haben wir noch ein paar mehr. Mitsuru Matsumoto. Und, naja. Junya Kadono und Tadao Nakayama. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtig ausspreche. Und Makoto Katayama und Motomo Shikaraishi. Oh Gott, diese Namen. Ich kann das nicht. Der Kumba-König da oben. Stimmt, der hat eine rot-weiße Hose. Boah. Och, wer soll denn sich das denn merken? Und Music von Yuka Tuyiyoko.
Nicht mal den kenne ich? Das kann doch nicht sein. Sound Effects und Sound Programmer. War Kenichi Nishimaki. Yoshi. Ach schön, da oben. Sound Support von Taishi Senda. Und Mario und Yoshi. Theme-Musik von Koji Kondo. Siehst du, den kenne ich. Hahaha. So, ja, Fazit zum Spiel. Ja, eigentlich ganz... Also, ich finde die Idee mal gar nicht schlecht, mal so ein Rollenspiel zu machen. Das mit dem Rundenbasierten ist nach einer Zeit doch etwas langweilig. Vor allem, wenn es sich dann doch etwas wiederholt. Ich meine, vor allem bei so langen Kämpfen wie gegen Bowser jetzt, ne? Oder wenn dann halt immer die gleichen Gegner kommen. Und dann über die gleiche Taktik ist es doch etwas, naja, ne? Kai Neumann war beim Testen und Maurice Testale und Andreas Dietz, die haben gute Arbeit geleistet. German Team hatten wir, ein Spanish Team und ein French Team, ach echt. Das waren die Testing Teams, toll. German Translation von Mickey Auer und Andrea Jan, keine Ahnung. Und Spanish Translation hatten wir auch Antonio Grappi und Natalia Infante. Oder wie auch immer. Und French Translator Daniel Charbit und Nicolas Robert. Klingt auch sehr schön, der Name. English Text Editors Leslie Swan oder Swan und Nate Bildorf oder so ähnlich. Und English Translation Manager Hyrule Yamada. Naja, Technical Support haben wir auch noch. Okay. Da ist Bowser. Irgendwie ein bisschen versteinert. Gut, wir haben noch mehr Technical Support. Das ist auch schön. Also, ich weiß nicht, mir hat das Spiel eigentlich recht viel Spaß gemacht. Aber, wie gesagt, diese Rundenkämpfe sind etwas langweilig, wenn es sich halt ein bisschen wiederholt, ne? Aber die Idee ist nicht schlecht und an sich gefällt mir das eigentlich auch. Special Thanks to Makoto Kano und Azu... Hallo? Hey! Oh, warte mal. Moment. Die Wii-Fernbedienung ist ausgegangen. Hallo, geh wieder an. Hallo. Hallo. Hey. Ah, jetzt. Siehst du, so. Das passiert, wenn man nichts bewegt. Special Thanks to Kozu Ikuno und Yusuke Kitanishi. Und Yuku Tsuji und... Ach Gott. Ich will das gar nicht alles vorlesen. Was kann man noch zum Spiel sagen? Ja, ich meine, ich habe 10 Euro bezahlt. Also die 10 Euro ist es auf jeden Fall wert. Ne? Also das gab es im Wii, im Shop für die Wii Virtual Console für 1000 Punkte, was umgerechnet 10 Euro sind. Sofern man die mit Kreditkarte bezahlt. Was ich ja auch, also sorry Nintendo, da muss ich nochmal sagen, Leute. Special Thanks to Super Mario Club. Okay, nee, aber da muss ich echt mal sagen, das ist doch scheiße. Ja, dass ich das mit Kreditkarte bezahlen muss. Also ich hatte da irgendwie, ja, was soll ich sagen? Project Manager war Toshiyuki Nakamura. Kommt mir auch nicht so bekannt vor. Ja, ich meine, in England. Naja, in den USA ist es verbreitet, vielleicht eine Kreditkarte zu haben. In Deutschland ist das nicht so. Heißt also, wenn man keine Kreditkarte hat, kann man nur die PaySafe-Cards kaufen, die meist teurer sind, als wenn du es mit Kreditkarte bezahlen würdest. Was total scheiße ist. Weißt du, dann kaufst du so eine... Oder PaySafe-Card nicht, wie heißen die denn? Dann kaufst du halt diese Punktekarten im Mediamarkt oder an der Tankstelle und dann zahlst du irgendwie für 1000 Punkte im Wert von 10 Euro zahlst du vielleicht, weiß nicht, 11 oder 12 Euro. Auf jeden Fall mehr als 10 Euro. Ne, ist natürlich ein bisschen doof. Bist also irgendwie, ja, nicht so gut dran, wenn du keine Kreditkarte hast. Haben sie jetzt auch beim Wii U oder generell bei diesem Nintendo eShop, auch für die Wii U, da brauchte ich auch eine Kreditkarte, ne? Naja, ich hatte keine. Sagen wir es mal so, ich musste jemand anders da mit belasten, das zu bezahlen und ihm das Geld geben. Naja, Game by Intelligent Systems. Und da waren Mario und Peach. All rights, including the copyrights of games, scenario, music and program, reserved by Nintendo Co. Ltd. Okay, gut. Auch schön. Tja, aber ansonsten, ich finde das Spiel, ich finde auch die Grafik,
naja, zeitgemäß ist sie nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall schön designt. Mir gefällt das. Auch die Idee, dass es mal ein 2D-Mario in einem 3D-Spiel ist irgendwie, weil der ist ja nur eine Fläche. Der ist ja nicht 3D. The End. Das Ende. Oh, ho, ho. Na, sowas. Och nö, jetzt schon zu Ende. Ich will noch nicht. Kommt jetzt noch was oder muss ich was drücken? Feuerwerk. Feuerwerk. Nee, ist immer das gleiche, ne? Nee. Oh, Feuerwerk. Bald ist ja wieder Silvester, ne? Wenn diese Folge rauskommt, ist ja noch früher Silvester. Noch mehr Feuerwerk. Noch früher Silvester? Nein. Was wollte ich sagen? Ach so. Dann ist ja nicht mehr so lange bis Silvester. Jetzt ist ja noch ein bisschen länger, weil ich so weit im Voraus aufnehme. Aber ihr wisst ja, was ich sagen will, ne? So. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiterspielen soll. Ihr müsst mir das mal sagen. Also wenn ihr unbedingt wollt, dass ich jetzt noch die anderen Sternensplitter und so einsammle und die ganzen Orden, müsst ihr es mal in die Kommentare schreiben. Wie spät ist jetzt eigentlich? Boah, ist das dunkel hier? Ich sehe die Uhr gar nicht. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ist ja auch egal. So, geht's noch weiter? Hallo? Nix. Hier passiert ja echt nix. Kommt jetzt noch was? Hallo? Ich kann jetzt gerne noch warten, aber ich glaube nicht, dass da noch viel kommen wird. Soll ich jetzt das ausmachen oder was? Sag es mir jemand. Hallo? Ich glaube, da kommt nichts mehr. Da ist noch ein Stern und noch mehr Feuerwerk. Tja, was gibt es noch zu sagen zum Spiel? Ja, die Story war jetzt, naja, ein bisschen ausgereifter oder mehr ausgearbeitet als bei anderen Spielen. Aber an sich, Mario muss Peach retten, ne? Ist irgendwie auch immer das Gleiche. Die können sich echt mal was Neues überlegen. Ist ja auch in vielen anderen Mario-Spielen so. Ist ja nicht nur in dem Spiel so, ist ja auch in... War es irgendwo mal anders? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war bisher in jedem Mario-Spiel so. Ich glaube, in Super Mario 3D World für die Wii U wollen sie es jetzt irgendwie ändern. Zumindest gibt es da, soweit ich weiß, Peach als spielbaren Charakter. Ich weiß nicht, wie dann die Story aussehen wird, aber ich denke mal nicht, dass Peach dann gerettet werden muss, oder doch? Wobei, wenn man nicht spielen kann, kann ich es mir eher nicht vorstellen. Naja. So. Ja, ich glaube, das endet hier gar nicht mehr. Endet das nochmal? Die Musik ist so wunderschön. Tja. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Steht ja nirgendwo. You can now turn off the computer. Nee, was? Ach, keine Ahnung. Bei Monkey Island stand das ja noch irgendwie. Sie können jetzt den Computer ausmachen. Damals hast du ja wirklich noch den Computer ausgemacht, wenn du fertig warst mit Spielen. Da hat es ja nicht so viel zu tun. Ja. Aber jetzt, inzwischen ist ja nicht mehr so. Da hast du ja Internet und da kannst du alles Mögliche nachgucken, kannst Videos gucken, du kannst alles möglich machen. Ja. Und damals gab es halt sowas wie Internet noch nicht. Naja, hat es halt noch nicht jeder gehabt. Ja. Naja, so jetzt philosophiere ich darüber wieder. Ich glaube, das endet hier gar nicht mehr. Na gut. Ja, ich würde sagen, also ihr schreibt am besten mal in die Kommentare, ob ich das noch weiterspielen soll. Wenn ja, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich dann wieder weiterspiele. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, das reicht, weil ich werde wahrscheinlich noch andere Projekte machen müssen. Und habe da nicht ganz so viel Zeit, auch wegen Studium und so. Muss ich mal gucken, wobei, naja, gut. Und jetzt muss ich noch andere Spiele spielen in nächster Zeit, weil ich noch ein bisschen andere Spiele vorproduzieren muss. Aber das wird schon irgendwie. Naja, damit ihr immer was zum Gucken habt natürlich. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann einfach mal die anderen Videos gucken, sofern ihr es nicht eh schon getan habt. Und... ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, das Video gut bewerten oder meinetwegen auch nicht gut bewerten, wenn es euch nicht gefallen hat. Naja, oder ihr kommentiert mal ein bisschen was. Zum Beispiel schreibt in die Kommentare, ob ich wirklich noch die ganzen Sachen suchen soll. Weil ich weiß nämlich ehrlich nicht, wo die sind. Ich glaube, ich habe auch schon einen Großteil. So ist ja nicht. Ist ja jetzt nicht so, als hätte ich nur ein paar mitgenommen, aber ich habe ja eigentlich schon einiges an Sternsplittern, Orden und so weiter mitgenommen, was ich gefunden habe. Ja, auf jeden Fall dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns vielleicht wahrscheinlich in einem anderen Let's Play, wenn ihr das dann gucken möchtet.
Oder wir sehen uns vielleicht auch noch, wenn ich hier weitermache, in der nächsten Folge. Und ich sage jetzt einfach mal... Tschüss.